Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön, dass ihr meinen Kanal gefunden habt. Ich freue mich wirklich sehr. Ich bin die Jasmin und ich komme aus Österreich und heute für dich habe ich die Dezember-Box von Look Fantastic. Sie ist ein bisschen so eine lila Flieder gehalten und ich würde sagen, wir schauen mal drinnen, was drinnen ist. Ich habe für euch einen Freundschaftslink, falls du dich entschließt, eine Monats-Abo-Box abzuschließen. Und wenn du meinen Link verwendest, könntest du dir jetzt nochmal 15 Euro Guthaben sichern. Ich packe dir den Link unten in der Infobox und ich würde sagen, wir legen mal los und schauen, was die Dezember-Box alles so Schönes für uns hat. So, Lieben, der erste Blick in die Box. Und ich sehe hier ein paar Sachen, wo ich sage, wow. Ich finde jetzt schon, diese Box ist komplett meine Box, schon alleine wegen diesen Haarreifen. Und ich weiß nicht, wer mir auf Instagram folgt oder hier öfters schon verfolgt. Ihr wisst ja, dass ich so einen habe in einem weißen, beigen Farbe. Und ich liebe das. Das ist nämlich, ich liebe es, wenn ich zum Beispiel Pflegeprodukte raufgebe oder etwas. Ich liebe es. Und das ist von der Marke Brushworks. Und Brushworks habe ich euch schon ein paar Mal hier vorgestellt. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass ich Brushworks die Pinsel mag, die ich mir mal beim Ticamax günstig gekauft habe. Und ich finde, die haben wirklich eine gute Qualität, Brushwork. Schaut euch ja mal an. Ui, das ist toll. Sollen wir den gleich aufsetzen? So, ihr Lieben, da bin ich wieder und ich habe den Haarreifen. Ich bin so begeistert von diesen Haarreifen. Ein roter Lippenstift oder etwas Rotes oder was Schwarzes und ich liebe ihn. Ich mag ihn sehr gerne auch für Skincare. Oder wenn ich zu Hause mit euch ein paar Reels mache. Ja, es macht einfach so viel aus, wenn man diesen Haarreifen hat. Also ich weiß nicht, aber ich finde, es macht wirklich einiges aus. Und ich habe nämlich einen weißen damals beim TK Maxx gekauft. Und jetzt habe ich einen roten. Vielleicht kriege ich ja irgendwann mal noch einen rosanen. Also ich liebe das. Also mir gefällt es wirklich sehr gut. Und ich bin ein großer Haarreifen-Schmuckträger. Ich mag es, wenn ich ein paar Spangen habe oder Accessoire oder sowas. Also, I love it. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir schauen mal, was wir noch im Rest in der Box haben. Und der erste Blick, wirklich, muss ich sagen, diese Box ist wirklich nicht schlecht. Und zwar gehen wir mal am ersten Produkt und da habe ich etwas von Revolution. Revolution steht hier Super Strength Formula. Das ist ein Skin Tone. Und zwar ist das ein Serum, was die Linienfalten glätten soll. Und es ist dort gestanden in der Beschreibung, dass das ab der ersten Anwendung soll, dass die Falten lindern. Also wenn das steht, also ist es ein vielversprechendes Produkt. Ich persönlich kenne es nicht und deswegen kann ich nicht mitreden. Aber wir haben hier 5% Retinol, wir haben hier Rosenölextrakt und wir haben hier Hagebutteröl drinnen. Und es steht ab der ersten Anwendung. Also vielleicht sollten wir das wirklich einmal gemeinsam testen in einem Reel oder Short. Und da könnte ich euch wirklich einmal sagen, ich habe hier auch so zwei, drei Linien, wenn ihr das sehen könnt. Und schauen wir mal, ob sich diese Linien dann auch wirklich so reduzieren, wie es hier so halb draufsteht. Hier haben wir 30 Milliliter und ich habe gegoogelt, das Produkt kostet 11 Euro und die Box zahle ich knappe 17 Euro. Also schon alleine das Produkt kostet schon 11 Euro. Ich habe es nur mal gegoogelt bei Notino, jetzt nur ein Beispiel, ja. Und wir haben hier 30 Milliliter und ja, ich bin wirklich gespannt, wie das ist, weil Falten glätten will wahrscheinlich jeder. Genau. Dann kommen wir zum zweiten Produkt und das ist etwas von der Marke Style Dry. Kenne ich die Marke überhaupt nicht, habe ich jetzt das erste Mal in der Hand und das ist ein Pre-Primer. Und zwar sind da 50 Milliliter, kommt man sehr lange aus mit 50 Milliliter. Und zwar ist es Made in Niederlande, wurde das gemacht und das ist ein der riecht nach Ananas und Kokos. Pineapple ist nämlich Ananas und wir riechen mal dran. Ui Leute, das riecht so wie Pina Colada Cocktail.
gebe mir, ui, kommt auch sehr viel raus, also immer ein bisschen vorsichtig, eine sehr, sehr gelige Textur. Also sehr gelig. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass das Make-up auch danach super tolle Unterlage hat. Leute, das erinnert mich so an einen Pina Colada, wie wenn ich jetzt am Strand wäre. Pina Colada, also so ein Vibes habe ich dabei, wenn ich das rieche. Und es macht die Haut wirklich schön und man merkt auch richtig, dass das ein guter feuchtigkeitsspendender Primer ist. Also die Hand ist wirklich gut vorbereitet jetzt für Make-up. Also wenn man jetzt diese Hand sieht und diese, schaut mal her, wie unterschiedlich das ist. Das, ihr Lieben, habe ich von einem Autounfall. Also das werde ich euch irgendwann mal erzählen, wenn es soweit ist. Genau. So, also ihr seht hier diese Hand und diese Hand. Also das sind wirklich Welten. Meine Hand ist zurzeit ein bisschen so dick geworden. Durch die Kälte und durch den Wasser so ein bisschen angeschwollen. Ich mag das überhaupt nicht, aber was soll's. Im Winter ist meine Hand immer so ein bisschen so dicker. Also ein so gutes Produkt und ich liebe den Geruch. Also wenn man keine Ananas und Kokos mag, dann kann ich es nicht empfehlen, aber ein wirklich schönes Produkt, wirklich. So, jetzt kommen wir zu Produkt Nummer 3 und da haben wir von der Marke Vitze Radikal ein Papaya Enzym Shrub. Und Enzyme, wisst ihr ja, was das ist? Enzym, es ist ein Enzympeeling. Das bedeutet, es tut hier auch so die Unreinheiten und so ein bisschen ausgleichen. Brightening, also es macht, es strahlt, es macht das Gesicht weißer. Und man kann es auch verwenden, wenn man jetzt zum Beispiel so wie ich hier gestern wieder mal so gedrückt habe. Hier sollte ich nicht, aber ich verstehe es nicht. Ich mache es irgendwie. Zieht mich das so am Spiegel und dann drücke ich immer da und dann, ich mache mir eigentlich damit nur selber Narben. Also ich muss jetzt wirklich damit aufhören, aber es ist immer so ein bisschen so verlockend. Und wenn man solche Enzyme hat, so wie ich jetzt zum Beispiel, oder hier hatte ich ja mal etwas, dann wäre das super toll. Und ich bin gespannt, ob das juckt, weil manchmal, wenn ich offene Stellen habe oder so, juckt das. Also ich werde schauen. Ich werde das Peeling jetzt gleich einmal testen, weil ich muss mich eh abwaschen, weil ich habe schon lange kein Peeling gehabt, glaube schon über eine Woche. Weil hier steht auch, man soll das nur 2 for 3 times, also 2 bis 3 Mal in der Woche. Man sollte das nicht jeden Tag verwenden, dieses Enzympeeling. Und das werde ich mir jetzt gleich einmal testen. Und ich glaube, beim zweiten Mal ist es leer und ich kann es im Aufgebraucht dann euch vielleicht auch gleich auch berichten. Genau. Dann haben wir hier etwas von Pixie bei Petra. Und Pixie bei Petra ist eine Mama und eine Make-up-Artistin. Falls ihr das noch nicht weiß, wollte ich euch das noch gerne mal sagen. Hier haben wir auch ein Foto von ihr. Also eine sehr liebe, sympathische Frau, was ich hier so sehe. Und sie hat auch nicht nur Pflegeprodukte, sie hat auch Make-up-Produkte. Ich habe von ihr einen Highlighter und ich bin mit den Highlighter wirklich sehr zufrieden. Auch die Verpackung, dieses Grüne und so, gefällt mir richtig gut. Sie hat auch von Hello Kitty ein Blush. Den möchte ich mir auch irgendwann mal zulegen. Und wir haben hier drinnen einen Clear Brown Gel. Wir haben ein Augenbrauen Gel drinnen und zwar ein klares Augenbrauen Gel transparent. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das verwenden kann, weil ich habe ja fast keine Augenbrauen mehr. Ich habe jetzt nur dieses Microblending gemacht und wie gesagt, wenn ich meine Augenbrauen vielleicht wachsen lasse, ja, aber ich werde sie wahrscheinlich nicht mehr wachsen lassen. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass ich das in der Verlosung reingebe und da wird sich auf jeden Fall jemand freuen, der mehr Augenbrauen hat als ich. Und es kommt noch ein Produkt und zwar haben wir von Ritualist of Avenger. Das ist auch eine ganz, ganz gute Marke. Ritualist wird euch eh auch jedem was sagen. Das ist das berühmte Öl von denen. Das ist nämlich Indian Rose mit Sweet Mandel, also mit süßer Mandel. 30 Milliliter. Und ich weiß, wer dieses Avenger liebt, diese Richtung. Das kann ich denjenigen oder diejenige schenken. Ich bin mehr so der Typ Karma und der Typ, wie heißt das andere, das Cherry Blossom bin ich mehr so der Typ, ja. Aber ich muss euch ehrlich sagen, die riechen alle fast gut. Also es gibt jetzt nicht, dass ich irgendein sage, dass es nicht gut ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Wahl hätte, würde ich mich entweder für das Karma entscheiden, für das Blaue oder eventuell auch für das süße Cherry. Also genau, aber ich finde, das ist auch nicht schlecht. Aber ich weiß jemanden, der sich darüber freuen würde. Und deswegen werde ich das in einer Verlosung oder ich werde das jemandem einmal schenken.
weil ich glaube, dass ich weiß sogar Leute, die diese Duftrichtung mögen. Also ein Öl geht ehrlich gesagt immer, vor allem in der Winterzeit, kann man sich das Öl in den Ellbogen oder auch unten bei den, wo man die Beine rasiert, habe ich oft so Schuppen. Immer im Winter, egal ob ich einschmiere oder nicht, die kommen immer wieder, wenn ich mich rasiere, vielleicht von diesen ganzen trockener Luft oder so. Aber dann ist so ein Öl wirklich Gold wert. Ja, ihr Lieben, meine Box ist leider zu Ende. Wir haben 6 Produkte drinnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Produkte haben wir drinnen. Ich zahle jedes Monat 17 Euro und dafür habe ich es in Abo. Ich glaube, das ist jetzt meine 4. Box. Und ich muss sagen, ich bin mit Look Fantastic wirklich sehr zufrieden, weil da immer hochwertige Produkte sind. Also da ist jetzt nicht Balea oder irgendetwas so Drogerieprodukte, das sind immer mehr so halt ein bisschen hochwertigere Produkte. Und deswegen habe ich mich entschlossen für diese Box. Genau, ihr Lieben. Ja, also ich bin mit meiner Monatsbox sehr zufrieden. Schon alleine der Haarreifen macht mich mega glücklich. Und auch dieses Primer gefällt mir auch sehr gut. Und da bin ich wirklich gespannt, ob das da meine Linien auch wirklich sofort glättet. Das Produkt kostet 11 Euro. Ich habe gegoogelt. Und ja, ihr Lieben, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und falls ihr euch jetzt entscheidet, ich möchte diese Box doch haben, könntet ihr sie einmalig kaufen für 20 Euro. Oder ihr wollt es in Abo haben wie ich. Und könntet sogar den Link nutzen, dann hättet ihr sogar 15 Euro noch Guthaben. Ich packe euch alles unten, die Seite, den Link in der Infobox. Und ich würde sagen, wir beenden das Ich Video. Ich bin wünsche euch jetzt. einen wunderschönen Tag und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in meinem nächsten Video. Bussi Baba, eure Lola.